Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildlife Park 3? Nein, 2. 3? 2, Staffel 3. Ich werde das nie lernen. Egal. Hallo, stimmt, lieber Eichi. Hallo! Nein, wir sind hier bei Wildlife Park 2, Staffel 3 von den Zucchinis. Du bist der Tissi, ich bin der Eichi und jetzt geht's los. Juhu! So. Das ist die bunte Ja, und zwar haben wir ganz, ganz viel Post bekommen. Was? Post? Post, ja, du weißt schon, das alte Papier und so. Ach so. Es sind einfach zu viele Artgenossen in der Nähe, wollte ich mal so anmerken. Okay. Ja. Oh, Babywölfe. Oui, Babywölfe. Babywolfies. Ja, lest doch mal ein bisschen vor. Ich soll... Ja, gut. Katzen. Katzen? Was für Katzen? Eine Stella, ein Sascha und ein Justin. Also ich denke, das ist Sascha. Oder Sacha. Also Sacha stand im Kommentar, aber ich denke mal, es heißt Sascha. Ja, glaube ich auch. Vom guten Dominik. Den Wunsch erfüllen wir natürlichement. Natürlichement? Natürlichement. Sehr schön. Haben wir nicht schon Katzen gemacht? Ja. Wollen wir da vielleicht die Kinder... Ja. Möchtest du anpassen? Nein, nicht anpassen. Wir haben doch 2 Katzen gemacht, glaube ich, ne? Ja, ich sage jetzt einfach mal ja. Nach den Gesetzen der Natur müssten die ja früher oder später... Na, ja. Mama nicht. Hier, Katzas. Ja. Kathäuser Katze 7. Genau, unweiblich. Und? Die haben schon Junge, oder? Ronja. Richtig. Und die Junge haben noch keinen Namen. Richtig. Dann lass uns die Eltern sterilisieren, die Jungen sterilisieren und dann Namen vergeben. Sterilisation eingeleitet. Das machst du super. So, Kathäuser Katze 7 sterilisiert. Jungen, was haben wir hier? Wie viele Jungen haben wir überhaupt? Ich weiß es nicht, ich schau grad. Sterilisieren, jo. Notfalls kaufen wir welche. Nein. Kathäuser Katze 8. Nur Nachwuchs. Sterilisiert. 8. Felix sterilisiert. Sehr gut. So, Kathäuserkatzen. Also wir brauchen ja nur 3. Ja. So, jetzt machen wir hier mal erstmal kurz. Ich verkaufe mal so den... Ja, verkauf mal die Hälfte unseres Parks, das ist okay. Perfekt, tue ich. Wir müssen Millionäre. YouTube-Money. YouTube-Money. Im Spiel. Bling, bling. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich eröffne einen Wildlife Park. Den nennst du? Wegen Steuergründen Disney's Park. Was? So. Felix Flamingo. Felix der Flamingo? Nein. Könnte man auch eine Kinderserie draus machen. So, Geist. Felix der Flamingo. Auf. Was? Ja, wie geht's weiter? Hängebauchschwein 2. Warum? Hä? Warum ist das Hängebauchschwein 2? Hat sich das vielleicht, ist es Nachwuchs und das hat sich mal versteckt? Kann das sein, dass wir das nicht erwischt haben? Nee, aber hier, wir können kein Jungtier, das heißt, wir haben es. Ja, weil es ausgewachsen ist schon. Das hat sich wahrscheinlich irgendwo verkrümelt und wir haben es nicht sterilisiert. Nicht vor dem Erwachsenwerden. Dann behalten wir es, oder? Ja. Wie benennen wir es denn? Hängebauch. Da wollten wir was ganz anderes machen. Ja, aber wir benennen das Hängebauchschwein 2 in. Ist es männlich? Dominik. Dominik. Verzeih mir. Nein, ist doch cool. Ich wäre gern ein Hängebauchschwein. Ja? Klar, Alter. Den ganzen Tag chillen. Ich wäre so gern fressen. Wie du. Gehen wie du. Stehen wie du. Du. So, Kathäuserkatze. Aus welchem Film? Aus welchem Film? Aus welchem nicht. Das sollst doch du nicht beantworten. Ach so. Entschuldigung. Gut, dann halt nicht. Da verbiete ich dir das München. Lady und Lady, von und zu schwamm. Oh Gott, hoffentlich ist Dominik nicht böse. Was, warum? Ja, weil wir ihm zum Hängebauchschwein gemacht haben. Ist okay. Dominik, bitte nicht böse sein. Wenn du böse bist, dann sag's uns, dann... Hast du einen ganz bestimmten Dominik im Hinterkopf? Nö. Ich habe jetzt eigentlich unseren Dominik im Hinterkopf. Deswegen. Ach so. Das ist, ja. Ach so, ja gut. So können, Dominik, das bist nicht du, das ist ein anderer Dominik von uns.
Das passt dann auch irgendwie. Deswegen habe ich auch gleich eingeschlagen. Mach mal! Okay, wollen wir das mit den Katzen mal kurz... Ja, aber ich habe zu viel sterilisiert. Wir haben nur 3 Katzen und wir brauchen... Drei Katzen! Perfekt. Ja gut, dann, bitte. 3 Babykatzen haben wir, ja. Oh, aber jetzt wird's interessant. Weiblich. Haben die alle dasselbe Fell? Dünn. Ja, Kartäuserkatzen. Cool. Wir haben einmal Eine Stella. Die Stella? Die Stella. Jetzt springt's wieder runter. Stella. Stella. Solltest du da draußen wirklich existieren? Interstella. Was ist Interstella? Das ist ja was. Ja, ich spinne gerade ein bisschen rum. Ach. Kannst du jetzt mal ernst sein im Let's Play? Niemals! Einmal so, männlich? Einmal männlich, perfekt, das ist der Sascha. Nee, Justin. Achso, Sascha könnte beides sein. Puh, ja. Sascha ist ein männlicher sowie ein weiblicher Name, oder? Ja. Also wir haben noch eine weibliche Katze übrig. Sollte es ein Junge sein, gib uns bitte Bescheid, es wird aber nichts dran ändern. Doch. Was? Da wird die weibliche Katze verkauft oder männliche hergeholt. Können wir machen. Also, wir nennen sie jetzt mal Sascha und nicht Sacha. Genau. Sacha sind Torten. Einfach auf alles, alle Fragen antworten, damit das alles geklärt ist. Wir gehen davon aus, dass das Sascha heißen soll und einfach das S irgendwo verloren gegangen ist. Genau, und sind alles Kartäuserkatzen. Voll süß, süß. Voll süß. So, jetzt haben wir noch 2 andere Tierwünsche. Ich würde aber sagen, in dieser Folge werden wir nur einen dieser Wünsche erstmal bearbeiten. Schau mal, da ist Sascha. Ich mag Katzen. Ich auch. Was meinst du? Das hier oder das hier? Einen Wunsch können wir erfüllen. Was möchtest du denn für ein Gehege bauen? In der nächsten Folge bauen wir das andere. Welchen? Oben oder unten? Oben oder unten. Also entweder diese Ich bin Tier. Für oben. Du bist für oben? Ja, einfach aus dem Grund, der muss noch da hinten Richtung hier Game of Thrones Park. Was? Ja. Also wir haben hier die Starks. Ich bin gerade nicht... Ja gut, du bist da ein bisschen besser drin, glaube ich. Ich bin gerade nicht informiert. Starks, Lannisters, Greyjoy. Also Grauwind. Ja, ja, Grauwind, okay. Oder Graufreud heißt es. Graufreud, ja. Genau. Ja. Grauwind war der Hund, oder? Der Hund, sage ich schon, der Wolf. Oder? Hab nee, ich da? Grauwind? Ich glaube schon. Nö. Doch. Sommer? Lady? Winter? Nein. Snow? Lady. Also nicht Snow, sondern Geist. Und? Strubbel. Aber? Nee, ich glaube, du verwechselst da was. Na, nicht die Waldkiefer. Der Wolf, die Waldkiefer. Grauwind, sag ich doch. Grauwind. Hm. Aber welches Haus hat denn diese Tiere? Na, ganz klar. Einer deiner Lieblingscharaktere. Einer meiner Lieblingscharaktere. Dieses Tier als Wappentier? Ja. What? Ja, ich bin der Nerd. Ja, das merke ich gerade auch. Was? Ja. Jorah Mormont. Von den Bäreninseln. Stimmt. Ah, wie konnte ich das vergessen? Mormont, verzeih mir. Ja. Er verzeiht es dir bestimmt. Das glaube ich auch. Ich glaube, ihm ist es scheiße. Ich mag den Schauspieler unheimlich. Schwarzbär. Wir haben, was für ein Schwarzbär? Genau, also erstmal ganz weiblich, liebe Grüße. Weiblich, männlich? Ganz ruhig. Ganz liebe Grüße an. Ganz liebe Grüße an die. Emilia. Emilia, liebe Grüße. Es gibt Schwarzbären für dich. Danke für deine Nachricht. Wir erfüllen deinen Wunsch. Es gibt Schwarzbären zum Mittag. Was? Wir brauchen eine Hanna. Ein bisschen Schwarzbär muss sein. Wir brauchen eine Hanna und natürlich als Anführerin erstmal eine Emilia. Die muss betreiben. Ja, aber vorher brauchen wir plattes Land. Was? Plattes Land? Echt? Ja, Flachland. Hast du nachgeguckt? Nee, ich habe mir es gerade eben aus der Nase gezogen. Jo. Ist ja okay, Mann. Mann. Mann, oh Mann. Alles dran. Das ist aber nicht flach. Nee, es ist kantig. So wie dein Kinn. Bitte. Und deins ist rund. Es ist ja doch, sei doch froh, es ist doch männlich markant. Ja, sag ich ja. Und deins ist rund. Ja. Warum? Weil du ein kleines Knuddelchen bist. Oh, Schleimer. Oh Gott. Ja.
Ich muss dann mal weg. So, wir bauen auf jeden Fall als erstes den Weg. Ich finde schon wieder den Weg nicht. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser oh Gott. Weg wird steinig und schwer. Ja, der ist steinig. Schwer eher nicht, aber steinig. Mhm. Schau, was hältst du davon, wenn wir jetzt hier unsere Bären hinmachen? Okay. Mit der Bärenhöhle. Du weißt, da müssen viele Tannenbäume rein. Da ist Weihnachten gerade. Weil die Tannen zapfen. Ja. Wir haben überhaupt nichts zu Halloween gemacht, ne? Ist dir das richtig bewusst? Wieso fängst du mit einem Männchen an? Zwei Männchen? Warum? Zwei Weibchen. Warum? Aus welchem Grund? Weil ich es kann. Und wir haben hier als erstes ein Schwarzbeere 3. Das Weibchen, ne? Ja. Das wird die Emilia, bitte. Emilia. Genau. Emilia. Du bist wunderbar. Oh, war der flach. Die Hanna. Die Hanna. Mit H am Ende, bitte. Natürlich. Dann der Fight. Der Fight. Und zu guter Letzt noch Gianluca. Gianluca, okay, sehr gut. Ist das unser Gianluca Baylor? Ich weiß es nicht. Hm, ist er das? Möglich. Bist du das? Bist du unser Gianluca Baylor aus XCOM? Was für eine Mauer hätten wir denn gern? Ich glaube, da reicht... Kunstzaun? Ich würde da schon eine Steinmauer machen. Die hohe. Die schaut doch ganz cool aus eigentlich. Oder lass uns doch mal so eine machen zur Abwechslung. Sowas. Sowas hier? Warum eigentlich? Chinesisch? Nein, die brauchen wir später als Safari. Genau, die brauche ich später. Mittelmeerstil. Ich finde die Mittelmeerstil eigentlich ganz cool. Boah. Ja, ich glaube, das ist nur in den Seiten. Okay, das sind nur die Pfosten. Genau. Oh ne, ist komplett durch. Ja, die Mauer muss weg. Sieht man halt dann gar nichts. Ja, nee. Das finde ich doof. Stahlzaun? Nicht so geil. Finde ich cool. Kann man durchschauen und ist sicher. Ja, aber wir brauchen Handwerker dann. So und so. Genau. Haben wir eigentlich drüben Handwerker? Ja. Also wird uns kein Tier verhungern oder sterben oder so? Das habe ich nicht gesagt. Nein, natürlich nicht. Also ganz schön großes Gehege für unsere Bärchen. Ja, du machst das. Du hast gesagt, mach so groß, ja, damit die Bären auch einen Auslauf haben. Habe ich überhaupt nicht. Natürlich. Was? Ich habe von Weihnachtsbäumen geredet. Von Tut und Blasen, also keine Ahnung. Das stimmt allerdings. Das ist richtig. Da hast du mehr Ahnung davon. Besucherdurchgang. Machen wir Besucherdurchgang. Ja, dann werden sie auf jeden Fall satt. Ja, das definitiv. So, okay. Dann lass mal deiner Kreativität freien Lauf. Flachland, Bodenhärte 50 bis 80. Ja, leckfett. Das müsste aber Laubboden, Laub und Erde müsste eigentlich... Laufen, so klettern. Ach du Scheiße, klettern? Ja, da gibt es ein Klettergestell. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. Haben wir noch nicht gehabt, oder? Nö, ich glaube bis jetzt noch nicht. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Kratzen. Hier hinten, weil da können dann gleich... Aber wir sollten erstmal mit dem Boden anfangen, du hast recht. Ich habe zwar gar nichts gesagt, aber ich finde es gut, dass ich recht habe. Schlammhärte 0. Schlamm ist zu weich. Was soll ich gerade hier? Das Schau mal, da unten. Savannengras, perfekt für Bären. Das Laub. Torf. Ist zu weich, ne? Ich hab schon wieder vergessen. Ich auch. 50 bis 80. 50 bis 80. Meine Maße. 80, 50, 80. Alles klar. Nein, natürlich nicht. Härtegrad? Ja, meine auch nicht. 60, 70, zu wenig. 50, 60, 70. Das geht. Ich würde dann aber Erde vorschlagen, weil Kies und sowas würde ich jetzt nicht. Also Erde weich, Erde hart und Lehm. Genau. Da so eine schöne bunte Mischung. Ein bisschen Gras kann man ja auch lassen, oder? Was hat ein Gras eigentlich? Gras ist Kaka. Gras hat 25. Oh, okay. Gras ist nicht so gut. Jetzt haben wir jetzt hier Lehm. Also ich würde sagen, wir machen grundsätzlich das Ganze mal lehmig. Ein guter Lehmboden. Nee, übertreib's nicht. Ja, das wird jetzt nur die Grundierung. Die Grundierung kostet aber Geld. Ach, wir sind doch hier mega rich. Schau dir mal das an. Mega rich, bitch. Rich, bitch. So, dann machen wir hier. Was sich natürlich farblich super abhebt. Ich glaube, wir nehmen hier lieber die andere Erde. Oh, schön. Haben wir nicht noch was anderes? Irgendwas Dunkles oder so? Nö, das ist noch Stein. Das hier ist noch mehr Stein, aber 90 ist schon so viel.
Kies wäre noch im Angebot, aber Kies. Ja, Kies. Ja, gut, können wir machen. Muss man aber nicht. Kannst du nur einen kleinen Fleck machen, musst du nicht so viel machen. Und dann lieber so. Erde noch von der dunklen Erde. Ja, und zwar. Nee, hier oben würde ich noch gerne Stein machen. Du musst aber irgendwo musst du noch. Wir müssen ja Tannen oder was rein. Hallo, das sind Schwarzbären. Die brauchen einen richtig schönen Tannenwald. Viel Glück können die aber auf dem Erdboden. Da müssen wir halt da mal gucken, was wir da haben. Ich hätte da halt gerne hier hinten so einen richtig schönen Tannenwald. Okay, dann mache ich jetzt einfach mal Erde, 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 Erde. Sieht voll hübsch aus. Danke. Ich hab mich machst extra, du super. Extra, fresh für dich gemacht. So. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an, was wir hier an Blümchen kriegen. Wir haben auch wieder schöne Themen von der Natti bekommen. Ja. Übrigens, kleiner Aufruf, wenn ihr über Themen sprechen wollt, oder wenn ihr wollt, dass wir über Themen sprechen, ihr könnt ja hinterher in die Kommentare was anbieten. Pau, pau! Bitte was? Finde ich immer noch einen super Baum. Nein, da müssen wir Nadeln vornehmen. Ja, da. Amerikanische Blautanne, die ist bestimmt, ja, die ist schweineteuer. Aber 40 bis 70, perfekt. Das genau. Heißt, die Post war perfekt. Super, oder? Ich hätte hinten gern so einen richtig dichten Wald. Komplett mit Blautannen? Klar. Okay, eine Monokultur. Okay, so dicht vielleicht ist es doch nicht. Doch, finde ich schon schön. Ja, aber nicht so übertrieben. Vielleicht ein bisschen verlassen, dass die auch durch, weißt du, so einen Kranz machen, dass die da auch reinlaufen können in den Wald. Also hier einen Kranz? Gut. Nein, hier so am Rand ein bisschen. Nur so bis hierher oder so. Ja, aber ach so. Kriegen die auf Kies, können die da auch noch hin? 40 bis 70, ja. Müsste klappen. Ja, genau so meinte ich das. Ja, hübsch. Dann kann man da Felsen noch reinmachen. Du bastelst da schon was Schönes. Ich bastle was Schönes. Zurück zum Themen. Genau. Zurück zu Lück. Zurück zu Lück. Danke, Anke. Eine Kiefer. Was bist du? Eine Waldkiefer. 25 bis 60, das heißt, die kann man auf Erde auch noch setzen. Wollen wir da noch ein paar dazwischen setzen? Ja, klar, kannst du machen. Tob dich aus, mein Freund. Fallen zwar nicht wirklich auf, aber... Na, davor, wenn es du setzt, schon. So vereinzelt müssen wir ja auch noch welche machen, oder? Jo. Weißt du nicht? Genau, Themen. Die liebe Natti hat uns ein paar Themenvorschläge geschickt. Und Natti, du bist sehr kreativ. Ja, das, definitiv. Das ist gelogen, was du da gesagt hast. Nee, wenn ihr über Themen sprechen wollt oder wollt, dass wir über Themen sprechen, einfach mal in die Kommentare klatschen. Wir freuen uns sehr, dann haben wir wenigstens ein Thema, worüber wir hier reden können. Der Eich hat es noch nicht gesehen. Alter Vater! Ich bin so stolz auf dich. Ist ein Riesenbaum. Hm, hast du den da hinge... Nein, der ist gewachsen. Gut, Themen, über die wir reden können. Musik hätten wir da. Music. Was hörst du denn so für Musik? Ganz schwer zu beschreiben. Das glaube ich dir aufs Wort. Ich bin so ein typischer Alleshörer. Ja, aber, was hast du gedacht? Du weißt es. Nö, ich habe mir gedacht. Naja, komm, so viel haben wir jetzt mit Musik nicht zu tun. Was? Zusammen zumindest. Das Einzige ist natürlich Rock im Park. Ja, das ist Pflicht. Wo wir beide sehr gerne hingehen. Pflicht ist das. Und ich gehe nächstes Jahr nicht. Was? Ja, ich habe Prüfungen nicht. Nee. Aber du gehst ja wieder. Ich bin da auf jeden Fall. Und ansonsten haben wir musikalisch. Ich feier bald 10-jähriges RIP-Jubiläum. RIP? Ja. 10-jähriges RIP-Jubiläum? Mhm. Gott. Nö, was, du hörst alles. Ja, also ich muss sagen, so hauptsächlich beschränkt sich schon auf Rock, auf Oldies, auf. Ja, das ist eigentlich so der. Das Grobgenre. Okay. Mit Ausreißer Richtung allem anderen. Also von Metal bis Deutsch-Hip-Hop bis hier Gangster-Rap. Okay. Vereinzelt. Ja, alles, alles. Also wirklich, es muss mir gefallen. Also das Lied an sich muss melodisch sein. Okay. Muss passen halt. Ja. Ist das Lied nicht melodisch, ja, dann kann das auch mein Genre sein, dann kann es auch mein nicht vorhandener Lieblingskünstler sein. Okay. Ja. Ja, also dann ist es halt nichts. Ich höre ja eigentlich nur Schlager. Ja, ich weiß schon, Helene Fischer ist dein Traum. Voll, ganzen Tag eigentlich. Mit, und, mit sehr viele mit Schweighöfer und. Wenn du nicht willst, dass ich gleich Schweiger, gehe, hörst du sofort auf. Mit Schweighöfer und Schweiger im Duett. Ja, ganz toll.
suche gerade irgendeine Waffe. Gibt's nicht. Alle weggeräumt. Nein, musikmäßig, also ich höre auch verschiedene Stile. Aber ich muss sagen, bei mir geht's, also das weißt du, doch eher so in die Hardrock-Richtung. Ja. Metal auch ein bisschen, teilweise. Ja. Also ich möchte auf keinen Fall Musikrichtungen beleidigen, um Gottes Willen. Auch Schlager nicht. Kann man durchaus hören, um Gottes Willen. Einen Stern. Ich habe zum Beispiel Matthias Reim früher sehr gerne gehört. Ja. Muss ich sagen. Matthias Reim fand ich eigentlich. Was fressen denn Bären alles? Ich glaube, ich spinne. Alles? Grünfutter, Früchte, ja, Fleisch und Insekten. Das müsst du doch wissen. Du bist doch auch immer ein Bär. Gummibären. Nö. So höre ich eigentlich alles. Also von Rock und so höre ich alles. Ja. Rock, Metal. Wie gesagt, ich möchte keine Musik irgendwie schlecht machen. Es ist halt einfach nicht mein Stil. Ich mag es halt einfach nicht, zum Beispiel deutschen Hip-Hop. Ist halt überhaupt nicht meins. Kann man jetzt sagen, was man will. Jeder, der es hören will, soll es hören. Ich habe auch nichts dagegen, wenn das Leute hören, um Gottes Willen. Aber meins ist es nicht. Aber ich mag auch den amerikanischen Hip-Hop nicht. Ich mag Hip-Hop allgemein, ist nicht so mein Ding. War es noch nie eigentlich. Na doch, ab und zu finde ich, kann man es mal ganz gut hören. Ja, ich bin bei Hip-Hop bin ich halt so, es gibt Musik, die kann ich hören, ohne dass es mich stört. Nee, ist so. Ja. Es gibt auch Musik, die mich stört. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Wo ich mich nicht wohlfühle. Ich meine, das kann ja bei anderen Menschen anders sein, aber zum Beispiel so, ich will jetzt niemanden beleidigen, deswegen sage ich jetzt keine Richtung, aber es gibt gewisse Musikrichtungen, da kriege ich Kopfschmerzen. Da, wenn ich 10 Minuten im Raum bin, dann gehe ich oder... Kann ich ausrasten? Ja, eins von beiden. Und meistens gehe ich dann halt. Oh, stellen wir hier so ein einfaches Rückhindernis zu den Bären, damit wir unsere Bären trainieren können. Ja, wenn das geht für Bären, ich weiß es gar nicht. Der Bärenreiter. Oh, da muss ich an Sejuani denken. Von League of Legends. Bären. Genau. Ja, das ist ja nicht mein... Dein Metier. Was ich auch dann, also nach diesem Genre gerne höre. Was lachst du denn? Ja, da passt kein Bär rein. Doch. Die quetschen sich da schon rein. Ja. Was ich noch so gern höre, ist natürlich Japanopop. Ja. Bin ich ganz komisch, weil das mögen viele Menschen nicht. Ich liebe es. Du bist aber auch da mehr Anime-Fan und so. Ja, aber ich mag die Musik auch unheimlich gern. Ich bin da wirklich einer, ich lade mir auch die Musik runter oder hol mir die und höre die dann auch wirklich auf CD. Ja. Ich mag das einfach, ich finde das gut. Ich mag die Sprache, deswegen gefällt mir das ziemlich gut. Bis vielleicht ab und zu mal ein bisschen Hardstyle. Nightcore. Ja, Nightcore, auf jeden Fall ab und zu. Das kann man gut bei der Arbeit hören, finde ich. Kommt drauf an, was man arbeitet. Ja, stimmt. Ne, das war jetzt aber nicht Nightcore. Ja. Dann, was höre ich denn noch so? Ja gut, ich muss schon dazu sagen, ich höre schon auch Klassik, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich da zum Beispiel an die, ich hab mir die komplette Symphonie von Final Fantasy gekauft, von Final Fantasy 8. Das ja gut, das ist ja Nerdmucke. Es ist Klassik. Das ist anerkannt. Hier, schau mal, findest du es cool? Ja. So als Bärengege. Sie können zwar nicht hochklettern, aber sie haben da unten zumindest einen Unterschlupf. Wir tun einfach so. Aber wenn du was zum Klettern noch suchst, musst du auf hier. Weiter rüber. Weiter. Das da ist zum Klettern. Oh, Kletterbaum. Genau. Ich weiß nicht, ob vielleicht gibt es inzwischen noch mehr Sachen, wo sie klettern können. Keine Ahnung. Stellen wir einfach mal so in unseren hier Redwood Forest mit unseren Termiten einfach mal so einen Kletterbaum. Was ist denn das hier? Ach, das ist das Kletterband. Ja, cool. Aber da kommt kein Bär hoch. Doch, mit Sicherheit. Doof. Natürlich kommt da ein Bär hoch. Hast du schon mal einen Bär klettern sehen? Nein, nicht live. Nicht? Oh, eine Rutsche. Da gibt es eine Rutsche. Eine Bärenrutsche? Aber die ist nur für Affen. Bärenrutsche. Steht was? Extra dran. Affenrutsche. Das heißt doch nicht, dass sie nur für Affen ist. Natürlich. Das heißt nur, dass sie so heißt. Nein, das ist nur für Affen. Glaub mir das. Ein Hamsterrad ist auch nicht nur für Hamster. Doch. Nein, Chinchillas können da zum Beispiel auch. Dafür gibt es extra Chinchilla-Räder. Nein. Ein Boxgerät, das brauchen wir. Eye of the Tiger. Trommel finde ich viel cooler. Ich will trommelnde Bären.
Trommel. Das erinnert mich auch an eine Band, die habe ich auch sehr gern gehört. Mit Trommeln? Ja, zwei. Was? Was lachst denn du da? Nein, Trommeln? Ja, mit Trommelbären? Was? Mit Trommeln einfach? Wie hießen denn die? Ganz bekannt. Zwei Jungs, war so vor 5, 6 Jahren. Safri Duo. Safri Duo. Die fand ich genial. Dass die nicht mehr machen, finde ich schade. Fand ich cool. Meinst du, ach nee, wir bräuchten dann eh wieder einen Trainer hier, aber wir wollen jetzt hier erstmal keinen Trainer machen, oder? Das ist eigentlich so der letzte Ausläufer von unserem Game of Thrones halben Balk. Genau. Aber weißt du was? Ja, was? Voll jung. Ach, Menno. Voll jung. Okay. Ganz liebe Grüße noch an alle Zuschauer und natürlich an Natti und an unseren guten Dominik. Sollten noch Fragen offen sein, sollte noch was fehlen, was falsch sein. An die Emilia natürlich auch. Ah, natürlich an die Emilia, um Gottes Willen. Und an die Hanna und an den Veit und an den Gianluca und an die Stella und an den Justin und an den Sascha und ich brauche Luft. Ja, und wir haben hier zum Beispiel in der nächsten Folge kommt noch eine Meldung, die wir jetzt leider heute nicht mehr geschafft haben. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir in der nächsten, würde ich auch sagen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und halt, jetzt müssen wir zumindest nochmal hier boing. Blub. Blub, 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 blub. Ich will Grünfutter, ich will Früchte, ich will scharfes Fleisch. Wir gehen das Gehege jetzt nochmal. Insekten sind meine Spezialität. Weißt du was, wir gehen das Gehege jetzt nochmal offscreen durch und präsentieren das einfach in der nächsten Folge. Das meiste steht ja schon, vielleicht ändert sich ein bisschen was. Hier ist Kratzen, hier ist Grün. Wir haben halt alles jetzt einmal drin. Wasser hätte ich gerne noch drin. Im Fluss oder hier so. Wasser, hier Wasser. Nein, nicht zum Saufen, sondern doch. Zum Schwimmen. Nein. Nur ganz klein, ein kleines Bächle. Alter, das sind Schwarzbären, die brauchen Wasser. Dann machen wir das schnell noch. Nein! Doch. Ach, komm, lass uns das doch so in den Folgen mal machen. Zeit haben wir noch. Tizzy. Ja, ganz toll. Du musst da eine Pumpe reinsetzen. Wie sieht denn das aus? Supi für eine Pumpe. Und zwar möchten wir das so tun. Du hättest doch einfach gucken können, ob ein Fluss in der Nähe ist und du hättest einfach einen Fluss reinleiten können. Nee. Der Baum muss weg und muss nochmal neu gesetzt werden. Jetzt macht er alles kaputt. Ja. Wir waren schon bei der Verabschiedung. Ja. Und jetzt machst du alles zunichte. Ich zieh's durch. Wenn, dann richtig. Toll, werden wieder 30 Minuten. Ja. Na super. Da freuen sich viele. Ich nicht. Ameisenhügel, weg. Ameisenhügel, wieder hin. So, dann, warum freust du dich nicht? Du brauchst noch einen Zoowärter. Brauche ich auch noch. Ich brauche so viel noch. Müssen wir alles in der nächsten Folge machen. Genau. Ja? Machen wir zwischen den Folgen? Nein. Die Leute sollen doch auch sehen, was sie tun. Ach komm, wir fangen in der nächsten Folge ein neues Gehege an. Das sind doch nur noch Kleinigkeiten. Wir können Kleinigkeiten? Du kannst es ja in der nächsten Folge zeigen, was du gemacht hast. Ist ja nicht mehr viel. Hm? Nö. Das werden wir jetzt noch diskutieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.